Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder. Heute bin ich alleine, aber wenn ich mit meinem Leo unterwegs bin, bin ich nie alleine. Und der muss ein bisschen ausgebaut werden, weil der ist momentan noch sehr, sehr stockmäßig unterwegs. Und da ist er noch nicht so geil, muss man einfach sagen. Und schauen wir mal, was wir heute reißen können. Bin noch nicht so ganz warm mit dem College geworden. Ich finde die Ruhe immer noch besser. Aber ich glaube, wenn der ein bisschen ausgebaut ist, wird es auch witzig. Schauen wir mal. Gar nicht, ob da überhaupt schon irgendwas ausgebaut ist. Man muss einfach sagen, je höher man natürlich im Tech-Tree kommt, desto länger dauert das ganze Zeug zum Erforschen. Wundert ja nicht. Aber es dauert halt echt ewig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also früher für irgendwie ein Stückchen Panzer auszubauen. Keine Ahnung, 2-3 Matches. Jetzt bist du da teilweise Tage und Wochen beschäftigt. Also Wochen vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wo zur Hölle? Von oben runter. Alter Falter, genau an die Seite. Nice, Digga. Scheiße. Jetzt wissen müssen, ey. Am besten stelle ich mich hier irgendwo hin und schieße Flugzeuge ab. Wenn ich den nochmal wiederfinde, den Kerl. Wo stand denn der? Weil auf die Entfernung kriege ich den mit dem Ding auch locker. Muss ihn nur finden. Also ihr seht, die Dinger fliegen schon sau weit und auch relativ gerade, sag ich mal. Der Feind hat die Initiative. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier wieder gestanden haben, glaube ich. Wenn es mich nicht täuscht. Oder hier. Deswegen eigentlich, wenn wir direkt über A drüber gucken. Wobei, nee, hier, das ist der eine Punkt. Dann müssen wir den da irgendwo sehen können, eventuell. Da sehe ich jetzt noch nichts. Wir müssen. Oh. Sieht der mich? Lass mich bloß in Ruhe, Kollege. Ich sehe ihn nicht mehr. Scheiße, jetzt kommt ein Flugzeug. Da steht er, oder? Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Komm zu mir. Gut, 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 gut. Ey!
Da drüben bitte hier. Oh, scheiße. Ruhe auf den billigen Plätzen. Da ist er. Das Problem ist, ich komme hier zu schlecht weg. Komme ich denn hier jetzt ordentlich weg? Ah, der Panzer 470 schleicht sich an. Vielleicht sollten wir dem mal ein bisschen Ablenkung verursachen. Dann kann der sich da nämlich anschleichen. Ah, scheiße, er hat es gesehen, glaube ich. Was allerdings bedeutet, dass ich mich jetzt schnell vom Acker machen kann. Ich glaube, die haben schon spitz gekriegt, dass da hinten was ist. Hinter dem Hügel scheint noch was zu sein. Oh, da ist auch noch was. Ich kann meinen Turm nicht mehr drehen. Turmdrehkranz ist komplett im Säckel. Schade. Aber ich habe relativ viele Punkte jetzt gemacht, dadurch, dass ich so viel eingesteckt habe. Ich sollte eventuell sogar mit der Ruhe rein können. Jo. Das trifft sich doch gut. Also nur aufpassen, dass der Typ mich von da drüben nicht kriegt. Ich weiß nicht, ob der Panzer 470 da das überlebt hat. Es scheint nämlich nicht so. Der Kollege ist weg. Ich lade jetzt erstmal die Heat, mit der komme ich einfach besser klar. Versucht den jetzt so weit wie möglich zu umfahren. Aber ich glaube, da war der gerade schon, weil da wurde irgendwas wurde da beschossen. Ich glaube nicht, dass die auf mich schießen. Weil dann wären sie echt schlecht. Aber trotzdem mal ordentlich weit außen rum. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Ich sehe nix. Da ist gerade was explodiert. Schön. Sehr gut, sehr gut. Boing. Kuckuck hier drüben. Schade. Aber er ist doch tatsächlich überlebt.
Probieren natürlich die ganze Zeit nur in diese Richtung. Das wird mir wahrscheinlich zum Verhängnis werden, aber... Was willst du machen, ne? Einen Tod musste sterben. Und der Kerl ist mir gerade die größere Gefahr. Wo ist er denn hin? Da ist er. Wenn wir nicht schleunig etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen. Da geht einfach mehr mit Heat. Okay. Zitter sich, waren T34 und wir haben verloren. Was? Wer war das so großartig? Ne, die Runde war ein bisschen lame, aber ich mag die Karte auch nicht. Nicht so gerne jedenfalls. Und es ist halt doof, dass der Leo einfach direkt wieder am Anfang ausgeschaltet wurde. Ich wollte den ja schon vor ein paar Folgen mal zeigen, aber auch sofort eins auf die Mütze bekommen. Aber wenigstens lädt es schnell. Das ist gutes Battle Rating. Boah. Mein Stuhl knarzt ein bisschen, weil es so warm ist. Weil ich schön klebe. Wo geht man hin? C. C ist gut. Nein! Nein, 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 nein. Leo. Leo, ich muss den Leo ausbauen. Nicht Ruhe. Oh, das Moped, das würde ich jetzt gern fahren. Ein bisschen Rückenschmerzen heute. Wobei hatte ich die ganze Woche, ehrlich gesagt. Denn, was ich noch gar nicht erzählt habe, ich habe einen neuen Sport angefangen. Ich hatte ja gesagt, ich hatte ja letztens irgendwann so ein Video, so nach Motto, was ist los? Und, das, keine Ahnung, dass es mir einfach nicht so gut ging, ziemlich viel Stress gehabt hatte. Und ich habe ja auch einen Job gewechselt und so. Und ich wollte auch Sport machen, das war ja ein großes Thema für mir. Und das habe ich jetzt tatsächlich angefangen. Und zwar mache ich seit ein paar Wochen, Entschuldigung, Jiu-Jitsu. Also japanischer Kampfsport, so der Kampfsport, der sehr, sehr viel verbindet, also Schläge, Tritte, Hebel, Würfe, Würgegriffe, ja eigentlich alles, was es so gibt. Und ist auch so einer der ältesten. Und da habe ich mir ordentlich am Montag den Rücken, keine Ahnung, gezerrt, einen Nerv eingeklemmt, was auch immer. Aber ich konnte mich fast nicht bewegen die Woche über. Erst mega krassen Muskelkater gehabt und dann irgendwann festgestellt, oh, da ist ja gar nicht nur Muskelkater, sondern da ist auch irgendwie ein bisschen was kaputt. Aber mittlerweile hat es sich gegeben, nur noch so eine Stelle, das kennt ihr bestimmt. Es gibt am Rücken so ein Schulterblatt, unterm Schulterblatt quasi so eine Stelle, die einfach unfassbar wehtut. Wenn sich da irgendwie was gesteckt hat oder so. Wie gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Angeblich ist es nur ein kleiner Muskel, der einfach mega angespannt ist. Und es geht einfach nicht weg. Aber es ist besser geworden, aber es tut trotzdem immer noch weh. Und deswegen, man hat dann ja auch immer so eine komische Haltung, wenn einem irgendwas weh tut. Und das ist halt immer noch. Deswegen kriege ich dann auch Rückenschmerzen noch. Also. Wegen morgens wieder Training, die sollen da einfach nochmal drauf. Dann geht das wieder. Nee, aber macht mega Spaß, also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, egal in welchem Alter. Also unser Trainer, unser Meister in Anführungszeichen, der ist, wie alt wird denn der sein, 60 oder so. Aber ist halt viel Technik. Man ist jetzt nicht komplett im Arsch, wenn man da nach dem Training rausgeht, also körperlich, sondern ist halt wirklich viel Techniktraining, viel Konzentration. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich da auch hingehe. Einfach um Spaß zu haben. Und Dinge zu lernen, wie man sich verteidigt. Scheiße. So war das nicht geplant. Du kannst so lange weitermachen, wie du möchtest.
Solange du nicht stehen bleibst und ein Rohr reparierst, kannst du nicht schießen. Ah, sieh mal einer an. Da oben ist dann auch noch einer, sagst du? Bisschen Schiss, dass die mir gleich in den Arsch schießen, aber ich will da hoch. Ich will da hoch und meine Leute von der Seite aus unterstützen. Ich hoffe nämlich, dass die mich noch nicht entdeckt haben. Ich hoffe, dass ich da hochkomme. Das, wie gesagt, mein Leo ist noch nicht ausgebaut. Guck, guck. Ziel unbeschädigt. Ja gut. Nachladen kann er nicht. Geht schon. So. Jetzt darf ich aber hier nicht verweilen. Denn seine Freunde werden kommen und ihn rächen. Vermute ich jetzt einfach mal. Kurz gucken, wo ich mich noch umschauen könnte. Ah, oh, da drüben. Komm ich da drauf? Das wäre cool. Hätte mich irgendwie gewundert. Nee, aber nochmal kurz quasi zu meinem Training. Also macht mega Spaß. Vor allem, also ich mache es bei einem Verein, ich mache es in keiner Kampfkunstschule. Weil ohne Witz, bei den Kampfkunstschulen, da hast du weniger Training. Also ich habe jetzt momentan 4 Stunden die Woche Training. Bei so Kampfkunstschulen hast du meistens so 2,5 bis 3. Bezahlst du im Monat 42 Euro und ich bezahle jetzt 6,50 Euro im Monat. Weil es halt über einen Verein, über einen gemeinnützigen Verein gemacht wird und nicht über einen, ja, profitorientiertes Unternehmen. Also muss man ja auch einfach sagen, ist ja auch okay, wenn jemand da sein Geld mit verdient. Aber ich habe die Kohle dafür nicht. Oder theoretisch hätte ich sie wahrscheinlich schon, aber... Oh oh. Ich habe keine Lust, mich mit dem anzulegen. Das Problem ist, je nachdem, wie ich jetzt wegfahre, wird er mich treffen. Deswegen das Einzige, was mir eigentlich übrig bleibt, hintenrum. Sehr schön. Jetzt brauchst du erstmal eine Zeit zum Nachladen, mein Freund. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Sehr
gut, Ladeschütze. Weiß nicht, ob er gerade geschossen hat. Bisschen höher. Also wenn er schlau ist, fängt er an zu wiggeln, aber... Ich glaube, ich mache ihm erstmal das Rohr kaputt. Na, noch nicht ganz. Oh, oh! So, der ist auch weg. Nochmal. Weiß nicht, ob das Rohr mittlerweile schon wieder repariert ist. Aber jetzt auch Schutzverschluss im Arsch. Die sind halt echt handnäckig, die Dinger. Doch gar nicht. Geh halt jetzt mal drauf. Danke. Hätte ich vielleicht vorher einfach drauf schießen sollen. So, jetzt kann ich wenigstens hier wieder weg. Tschüss. Wie habe ich ihn jetzt gekillt? 4 Stück. Ja, läuft doch. Wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Da lang, oder? Wo ist die Rampe? Ausgezeichnet. Also ich gehe jetzt ganz locker flockig C erobern. Augen auf die Karte. Wie viel Muni habe ich noch? 10. Muss ich aufpassen. Noch jemand, der was auf die Mütze will? Das ist gerade eine recht profitable Runde, würde ich mal behaupten. Wenn ich es jetzt vielleicht noch schaffe, in den Cup zu kommen, wäre das auch cool. Okay, da scheint noch ein Gegner zu sein. Oder auch nicht. Ach so. Deswegen ist der Kollege rausgefahren. Wegen Artillerieschlag. Natürlich bitter für ihn. Alter Verwalter. Uiuiui. Das hat weh getan. Schöne Geschützrohr. Aber hat auch nicht Punkte gegeben. Und den Panda 2 hat es zerlegt. Oh, das hört sich nicht gut an. Kannst du nichts machen, ey. Muss halt auch einfach sagen, der Leo ist halt echt aus Pappe. Mehr oder weniger. Aber das war gut. Und jetzt klebt langsam schon echt wieder alles an meinem Stuhl. Langsam wird's eklig. Ah.
immer noch gefühlte 4000 Grad. Jetzt muss ich mich gerade anders hinsetzen, deswegen bin ich voll an die in die Pampa gefahren. Oh, 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 oh. Das war knapp, ey. Sowas ist halt mega gefährlich für mich. Glück gehabt, ey. Da ist irgendwo... Scheiße. Scheiße. Muss ja reparieren. Ah! Bitte, Panther, mach was draus. Der ist gerade so gefokust. Sehr gut, sehr gut. Der Kollege ist auch fertig mit dem Reparieren. Sehr gut. Das kann noch klappen. Weil so kann ich dem nicht gegenübertreten. Ich kann dem nicht mit einem kaputten Kranz und mit einer kaputten Zieleinrichtung gegenübertreten. Das wird nichts. Wo ist denn der hin? Da ist es. Ein Gebiet wurde von den feindlichen Truppen eingenommen. Ja, Treffer. Auf jeden Fall noch was sehr Kleines. Umgeflitzt. Okay, das tut. Nur noch mal vorsichtshalber, ne? So, und wo ist das andere kleine Kackding hin? Weiß nicht, was mich da gerade auf mich geschossen hat. Die Geschütze sind in Position. Wo ist er? Hier ist irgendwas lang geflitzt. Wo ist das kleine Kerlchen hin? Ich schätze mal, dass das ein Skorpion war, aber ich würde es jetzt auch nicht beschwören wollen. Das Problem ist, meiner Crew geht es nicht so gut. Nicht so wirklich. Schon drin. Ey! Das haben wir ja gern. Der Feind bereitet einen Artillerieschlag gegen uns vor. Verstanden, bestätige Koordinaten. Mach ich Artillerie, machst du auch Artillerie, sagst du? T92. Kleine Kackmühle. Das könnte es gewesen sein, was ich gesehen habe, aber bin mir nicht ganz sicher. Ja gut, jetzt mal ein Panther oder so reinzufahren, das dauert einfach zu lange. Dann unterstützen wir lieber aus der Luft unsere zwei am Boden. Ja, zwei gegnerische Flugzeuge in Sicht. Da sehe ich Panzer. Na, ganz ruhig. Noch nicht schießen. Schön warten.
schreddern wir mal kurz. Ich finde, den ersten Platz habe ich heute verdient. War doch nicht schlecht. Das hat ordentlich Punkte hoffentlich gegeben. Das ist so lächerlich. Ich verstehe nicht, wie sich die Punkte zusammensetzen teilweise. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte einen richtig guten Job gemacht, aber scheinbar nicht. Naja, gut. Das war heute eine mega lange Folge, halbe Stunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Tschüssi.